Willkommen zurück, Freunde. Wir wollen heute mal weiter erkunden, denn der Hauptkontinent hier in der Mitte ist in dem Bereich hier oben noch nicht komplett aufgedeckt. Das wollen wir heute einmal machen, damit wir ja den Hauptkontinent aufgedeckt haben, ich mich hier ein wenig bewegen kann. Danach kommen natürlich auch hier nochmal die beiden Inseln dran. Hier oben wird es wahrscheinlich auch noch was geben. Hier unten vielleicht auch noch. Da ist auch noch sehr viel dunkel. In der Zwischenzeit habe ich nicht groß irgendwas gemacht. Außer das Gebiet hier in der Mitte. Das war ja schwarz, das habe ich aufgedeckt. Hier haben wir dann auch ein Jormunntide Stufe 45. Können wir noch nicht angehen. Und ein Saurus Lux Stufe haben wir hier direkt am Waypoint. Den können wir uns vielleicht nochmal am Ende anschauen. Aber wie gesagt, wir starten einmal mit dem Gebiet hier oben, das Wüstengebiet, wo ich auch hoffe, dass es mehr Kohle gibt. Und da düsen wir als erstes einmal hin. Ne, von hier oben werden wir das Ganze einmal angehen. Weil ich hoffe, dass sich das von links schließen wird. Und dann tigern wir hier mal los. Hier sind auch die Stufe 23 Dungeons. Oder 28, keine Ahnung. Auf jeden Fall 20 plus Dungeons. Die Sonne geht auf. Das ist wunderbar. Hier haben wir noch, ja, alte bekannte Pals. Allerdings grenzen sie hier schon teilweise an Stufe 20. Ist aber zum Farmen auch noch okay. Selbst für die normalen Pals-Sphären. Ja, man braucht vielleicht ein paar mehr Sphären, um dann einen Pal zu fangen. Aber mit den normalen funktioniert das noch. In dem Gebiet müssten auch, ja, abgesehen jetzt hier zum Beispiel von den Vögeln. Aber sonst ist hier so gut wie alles 10 von 10 gefangen. Was sagt hier die Karte? Wir müssen uns hier nochmal ein bisschen weiter links orientieren. Das ist auf jeden Fall das Gebiet, was wir aufdecken möchten. Da vorne im Norden kann sein, dass das noch die Wüsteninsel ist. Da ist auch noch ein Schnellreisespot. Wenn das noch mit dazu zählt, werden wir das natürlich auch noch erkunden. Aber bevor ich hier abstürze zu spät, wollte ich nochmal eben fix den Schnellreisespot greifen. Pals kämpfen gegen Wilderer, sehr schön. Setzt euch zur Wehr. Und da unten haben wir das Ding. Wieder ein Technologiepunkt, sehr schön. Jetzt ein bisschen nach Nordwest. Ich wollte noch mal eben schauen. Hier haben wir noch die Biene. Vom Level her ist die Biene auf jeden Fall auch im Bereich des Möglichen. Aber schauen wir mal, wie die Erkundung läuft, wie viel Zeit wir dann am Ende noch haben. Wir werden auf jeden Fall überziehen. Na, wo ist denn die Wüste, die ich gesehen habe? Ach, die ist hier oben. Okay. Also dann werden wir die Wüsteninsel heute noch nicht aktivieren. Ist das da hinten? Nee, das scheint kein Schnellreisespot zu sein. Da unten rechts haben wir auch noch Schwefel. Und zwei Gorillas, sehr schön. Brauche ich auf jeden Fall auch noch für den 10 von 10 Bonus.
Hier können wir erstmal entspannt drüber setzen. Das ist die geplante Insel. Die Welt ist auf jeden Fall echt verdammt groß. Also dafür, dass das ein Early Access ist, ist hier einiges zu tun. Allein die ganzen Erkundungen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Dann natürlich auch 111 Pals oder wie viel wir da haben, die zu finden, 10 von 10 hinzubekommen, Max-Level erreichen, den ganzen Tech-Tree freischalten, die Palbox aufwerten und dann geht es natürlich los mit dem Züchten. Der Boss im Turm ist auch ziemlich heftig, also da kommt man, glaube ich, mit 0815 Pals nicht wirklich weiter. Da braucht man schon ein vernünftiges Team, um die dann umzuhauen. Also hier ist echt viel Content. Ja, hin und wieder gibt es auch mal den ein oder anderen Bug. Klar. Aber wenn ich halt bedenke, dass das Early Access ist, ist die Anzahl der Bugs und die, ja, das Gewicht der Bugs auf jeden Fall zu verschmerzen. Also da haben teilweise AAA-Games deutlich mehr Probleme. Ein Assassin's Creed Valhalla, was ich hier auch zwischendurch zocke, hat immer noch teilweise heftige Bugs, obwohl es von einem deutlich größeren und finanziell stärkeren Publisher- und Entwicklerteam aufgesetzt wurde und auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber da werden sie höchstwahrscheinlich auch nichts mehr rauspatchen. Deswegen overall das, was man hier bekommt und der Preis bei Steam im Sale ist irgendwie bei 20 Euro oder so. Das ist auf jeden Fall mehr als ordentlich, sagen wir es mal so. So, das Pal ziehen wir eben einmal kurz rein, dann kann es eben essen. Und wenn er dann gleich gestärkt ist, reiten wir auf ihm weiter. Hier haben wir gleich den Kreis geschlossen. Ah, schau mal hier. Jormungandr haben wir hier 45, haben wir hier nochmal, also den gibt es auf jeden Fall schon zweimal. Das Ding erkunden wir heute. Hier ist noch eine Insel, da ist noch eine Insel. Wow. Also die Erkundungen werden, so wie ich das jetzt hier sehe, noch deutlich länger in Anspruch nehmen. Da haben wir einen Eisberg. Ja gut, da habe ich auch schon beim letzten Gebiet gedacht, dass dort irgendwie ein Eisgebiet ist. Und dann war es das nicht. Da oben haben wir auch ein bisschen Schnee. Ja, mit 20. Level zieht also schon so langsam an. Die Spitze der Klippe da vorne, die ist doch eigentlich perfekt für eine Statue oder eine Karte. Aber von dem, was wir hier sehen, nee. Gibt's nicht. Aber dafür ein Ei. Und dann auch noch ein Düsterei, sehr schön. Hier werden wir natürlich auch nochmal einen Marker setzen. Den Kreis haben wir auch gleich geschlossen. Da, so, die sind Stufe 22. Okay, da unten haben wir noch eine Statue. Ich brauche jetzt 29 von den Dingern für die nächste Stufe. Ist aber, glaube ich, schon Stufe 7 oder 8. Und wenn es Nacht wird, sehen wir auch sehr viel grünes Glitzerzeug. Also da gibt es noch einige zu suchen und zu finden. Und wenn ich bedenke, dass wir hier auch noch gewaltig viel zu erkunden haben, sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Aber dann kann man die Nacht auch geschickt und effektiv nutzen, um die Statuen zu finden. So, unseren Kreis haben wir jetzt hier geschlossen. Dann düsen wir einmal zu Jormungandr. Nochmal schauen. Ja, meine Ausrichtung passt.
Was ich natürlich auch... Oh, da ist direkt die nächste Statue. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre die Map schon mal aufdecken. So ein bisschen durch die Gegend fliegen, um dann auch mal zu sehen, wie groß die Map wirklich ist. Jetzt nichts groß einsammeln oder erledigen. Aber damit wir vielleicht mal einen besseren Überblick haben, wie groß das Ding ist, wo dann die verschiedenen Bosse sind. Aber irgendwie Progress machen, Bosse umhauen, Dungeons machen oder auch die Safe Spots einsacken würde ich dann nicht machen. Ich glaube, da hinten haben wir einen Boss. Sowas. Ja, wir haben hier einen Boss, Stufe 40. Da haben wir ein Ei, das ist auch wichtig. Aber wir sind noch nicht Stufe 40. Wenn wir die falschen Temps dabei haben, nicht Temps, Pals, dann kriegen wir hier richtig auf die Mütze. Deswegen lassen wir das mal. Ja, sieht aber schon ziemlich schick aus. Ich bin auf jeden Fall von diesem Spiel sehr überrascht. Ich habe auch im Vorfeld nichts davon gehört. Es hat mich eiskalt erwischt. Würde es im Game Pass nicht verfügbar sein, hätte ich davon höchstwahrscheinlich auch gar nichts mitbekommen. So, das haben wir auch. Dann holen wir uns den Schnellreisespot und schauen mal, welcher Boss denn dort ist. Wir können eigentlich auch schon mal mit dem Sinkflug beginnen. Ich muss auch mal im Internet schauen, ob es vielleicht so eine Art Roadmap oder irgendetwas für dieses Spiel gibt. So, dass man dann auch sehen kann, was da so zukünftig hinzukommt. Aber mit Early Access Titeln hatte ich bislang sehr viel Glück gehabt, zumindest im Monster Taming Genre. Temtem war ein sehr schönes Spiel, hat mich auch massiv in seinen Bann gezogen. Und jetzt halt auch noch dieses Game, was ich mir wünschen würde, dass Pokémon auch irgendwann mal auf den PC kommt. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den Game Freak überhaupt gemacht hat. Was haben wir hier? 35, okay. Und wir müssen aber weiter erkunden. Ah, sieh mal einer an. Den haben wir bislang auch nur als Dungeon Boss gesehen. Hier gibt es den Dude also. Jetzt, wo ich diese ganzen Hügel hier sehe, ah, da hinten auch sehr viel Erz. Hier könnte eventuell eine meiner nächsten Basen entstehen. Eine habe ich ja jetzt komplett eingemottet, weil die Temps immer die, nicht die Temps, die Pals, die sind immer die Klippe runtergefallen und dann elendig verhungert und all sowas. Hier könnten wir auch den charmanten Vorteil haben, dadurch, dass das Gelände hier sehr schwer zugänglich ist, dass bei Raids die Gegner hängen bleiben und gar nicht hochkommen. Hatte ich auch schon bei der ein oder anderen Raid-Basis gehabt. Ist für mich dann ein Vorteil, weil die meine Basis nicht raiden, dort nichts kaputt machen, meine Pals nicht draufgehen, damit auch dann die Produktionskette nicht unterbrochen wird. Deswegen könnte ich mich dort noch mal später ein bisschen genauer umschauen. Und vielleicht gibt es ja sogar noch das eine oder andere Kohlevorkommen. Yawnum Titan möchte ich euch einmal kurz zeigen. Ich will nicht spoilern, aber der erinnert mich an ein... Da haben wir es. Sieht irgendwie Garados-mäßig aus, ne? Also von der Farbgebung definitiv. Vom Aussehen, es ist halt eine Wasserschlange. Wie will man eine Wasserschlange groß designen? Aber die Farbgebung ist... sehr Garados-mäßig, ist mir jetzt persönlich aber egal. Also jedes Monster-Taming-Game hat am Ende des Tages bei Pokémon abgeschaut. Eventuell Dragon Quest Monster nicht, weil ich meine, das hat auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Kessel. Aber ansonsten alles andere danach
hat sich halt auch von anderen Games inspirieren lassen. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil zum Beispiel das Souls-Genre ist ja so entstanden. Also ohne das ursprüngliche Demon's Souls und Dark Souls würde es ja keine anderen Spiele geben, die sich Souls-like schimpfen. Und da beschwert sich jetzt auch keiner, sondern alle schreien, wir wollen mehr davon, mehr davon. Ich bin auch einer von denjenigen, die das so machen. Aber es ist halt auch eine Kunst, selbst wenn man sagt, das ist nur eine Kopie oder irgendwas. Ja, mag vielleicht auch sein. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, mögen die Leute dieses Spiel und sie spielen es auch sehr gerne. Und das ist ja quasi auch wieder ein Beleg dafür, dass die Entwickler was richtig gemacht haben. Dass sie halt nicht einfach nur Copy-Paste gemacht haben, sondern die richtigen Elemente miteinander verbunden haben. So, das da unten haben wir auch gleich erkundet. So, Vögelchen will nicht essen. Dann stopfen wir es ihm rein. Ja. Ja, und das Game hier ist ja auch so ein, ja, nennen wir es einfach mal Plüsch-Pokémon, wo alles super schön, happy, glücklich und zufrieden ist, sondern die Pals können mit einer Waffe rumlaufen. Wir schießen mit einer Armbrust auf die Pals, um sie zu schwächen. Wir können sie für uns arbeiten lassen. Wir behandeln sie natürlich gut, klar. Aber wir könnten auch ein bisschen tyrannischer vorgehen. Aber wenn wir tyrannischer sind, dann gehen die uns ein und das unterbricht die Produktionskette. Also macht es doch schon Sinn, nett zu ihnen zu sein. Und für mich ist das hier eigentlich eine realistischere Pokémon-Welt, weil man profitiert voneinander, sie arbeiten für uns und sind wir mal ehrlich, wenn einem das Essen ausgeht, isst man eher solche Viecher als Menschen. Und wir alle haben uns doch schon mal gefragt, ne, wenn die Zeiten hart werden, ob dann nicht der Ash Ketchum auch seinen Pikachu schlachten würde, um es zu essen. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen neuen Boss und rechts einen neuen Schnellreisespot. Das ist hier so eine kleine Insel inmitten der Insellandschaft. Ja, aber so viel erstmal mein Wort zum Sonntag zum Thema Pokémon, Palworld, Kopien, gute Kopien, schlechte Kopien. Am Ende des Tages muss sowieso jeder wissen, was er gerne zocken möchte. Mich hat das Game hier auf jeden Fall in seinen Bann gezogen, sehr schnell in seinen Bann gezogen, sehr heftig in seinen Bann gezogen. Und ich investiere täglich mehrere Stunden da hinein. Madame gefällt das wahrscheinlich nicht so sehr, aber es ist, wie es ist. Und das alles sind auf jeden Fall für mich gute Anzeichen, dass es sich hierbei um ein Spiel handelt, was zumindest ich genießen kann, ich gut finde. Und wenn euer Geschmack ungefähr so in die Richtung geht wie meiner, dann werdet ihr da wahrscheinlich auch viel Spaß und Freude dran haben. Und das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste. Und für den Preis, den man hier auf den Tisch legt, ist das absolut im Soll. Weil sind wir mal ehrlich, es dauert nicht mehr lange und dann werden die Games um die 100 Euro kosten. Und bei dem, was man jetzt teilweise geliefert bekommt, ist das eine Menge Holz für einen Haufen Dreck. Und hier bekommt man für wenig Geld echt ein sehr cooles Spiel, was sehr viel meiner Lebenszeit in den letzten Tagen in Beschlag genommen hat.
Da hinten haben wir ein Lager. Da unten haben wir wieder eine Megasphäre. Ja, wenn die so kostenlos auf dem Boden rumliegen, sammeln wir die mal ein, weil die sehr wichtig für die Palljagd sein werden. Eine Gigasphäre, sehr schön. Hier haben wir Stufe 20. Dadurch, dass die halt zu dritt oder zu viert unterwegs sind, wird es schwer sein, die zu fangen. Wären die alleine unterwegs, könnte man auch die einfachen Pallsphären draufballern, in der Hoffnung, dass man jemanden fängt. Aber auf dem Level sollte man eventuell schon ein bisschen höherwertigere nehmen. Das ist die dunkle Katze, davon haben wir schon 10 von 10. Wäre es die weiße Katze, die nennen wir sie einfach mal Eiskatze, hätten wir sie jetzt befreit. Meine beiden Brutkästen sind aktuell noch voll, aber wenn wir zurückkommen, können wir sie leeren. Haben hier auch noch mal einiges an Eiern. Ich habe auch noch mal eine Box direkt neben dem Brutkasten platziert. Notfalls können wir dann da noch mal ein paar Eier reinpacken. Wo sind wir jetzt hier? So, da in 200 Metern haben wir den nächsten Schnellreisespot. Den haben wir noch nicht freigeschaltet. Der ist noch im schwarzen Gebiet. Da haben wir den Schnellreisespot und einen nächsten Boss. Sehr schön. Sind dann ja auch wieder ein paar Technologiepunkte für die antike Technologie. Und dort alles freizuschalten ist auf jeden Fall einfacher als im anderen Tech Tree Baum. Stufe 38. Okay, das ist aber... Nee, das ist nicht die... Oh! Hier haben wir auch ein... Ah, stimmt. Als ich mir hier das Ding gegriffen habe, haben wir gar nicht geschaut. Warsect, okay. Höchstwahrscheinlich ein Insekt. Aber hier auch schöne Details. Alles Nadelbäume an so einem Hang. Macht Sinn. Und was Palworld auch noch geschafft hat, also das vorher war so das Genre Survival Games nichts für mich. Aber dieses Game, auch dadurch, dass es mich natürlich mit Monster Taming gecatcht hat, was ich seit Tag 1 liebe, hat es mich quasi in dieses Genre hineingezogen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, zukünftig mal das ein oder andere Survival-Game auszuprobieren, zu testen, zu zocken. Dieses hier ist ja immerhin auch das erste. Man muss dann schauen, wie dann am Ende des Tages das Endgame ausschaut. Ob das jetzt quasi nur ein Unendlichkeitsmodus ist. Oder ob man dann auch am Ende des Tages irgendwelche Ziele hat. Klar, man kann die Basis noch ein bisschen besser ausbauen. Wenn wir dann Steintechnologie freigeschaltet haben, kann man natürlich alles, was Holz ist, durch Steine ersetzen. Ich kann mir dann natürlich auch nochmal ein Labyrinthsystem aufbauen, dass, wenn wir geradet werden, die Gegner sich dann im Labyrinth verlieren. Oder wir deutlich besseren Schutz haben. Das kann man natürlich alles machen. Aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Endgame, was mich dann nochmal über mehrere Stunden fesseln könnte. Deswegen, das ist jetzt noch so mein größtes Fragezeichen. Aber mit diesen Dungeons, mit den Bossen, mit den Türmen, mal schauen, vielleicht kann man die Türme dann auch mehrfach machen. Hat man auf jeden Fall etwas, wo ich meinen Spaß habe. Und dann natürlich später die Zucht. So, das rechts. Nee, ist doch kein Dungeon-Eingang.
Da oben haben wir einen Schnellreisespot. Sehr schön. Ja, und hier auch. Also die Farben, wenn die Sonne aufgeht, untergeht oder wir irgendwo in eine dunkle Ecke gehen, switchen dann teilweise hin und her. Aber das passiert sehr selten und für das Budget ist das absolut in Ordnung. Early Access bei AAA Games passiert das auch. Und teilweise noch heftiger. Da haben wir wieder die Bärchen. Die Bienen sind eigentlich für mich noch interessant, weil ich von denen auch EP bekomme. Aber die haben auch gerne mal so ein Selbstzerstörungsding. Laufen mir hinterher, fliegen in die Luft, machen damit meine Rüstung kaputt. Da bin ich jetzt kein so großer Fan von. Zumal ich immer noch geizig mit den Metallbarren bin. Ich habe zwar wieder einiges nachproduziert, einiges an Erzen nachgeordert. Aber es ist trotzdem ziemlich nervig. So, da haben wir gleich mal auf einen Blick 3 Statuen. Wahrscheinlich ist unter mir auch noch irgendwo eine. Also 4, 5 Statuen allein in diesem kleinen Gebiet. Ah, da sind schon 4 Statuen. Und wenn wir jetzt noch weiter gucken, werden wir wahrscheinlich noch eine 5. oder sogar noch mehr finden. Da hinten ist auch eine, aber ziemlich weit weg von den anderen. Die ist gar nicht mal so weit weg. Aber erstmal müssen wir abstürzen. Ja, wir können uns sogar... wir können uns sogar noch weiter. Nee, doch, zum Licht können wir uns orientieren. Ich glaube, wenn ich mit dem Vogel hier in der Luft bin, entweder wird der Ausdauerbalken gar nicht verbraucht oder so langsam, dass man es kaum sieht. Aber den können wir uns noch mal eben schnell holen. Also auch wenn man die Statuen auf der Map nicht sieht, ist das jetzt auch kein Hexenwerk, da ranzukommen. Tagsüber die Augen aufhalten und nachts sieht man die eigentlich definitiv. Da oben ist ein Feuer, könnte aber auch ein Schnellreisespot sein. Wobei auf dem Kompass wird er uns nicht angezeigt. Ah, shit, ich dachte, ich kann mich an der Kante ausruhen. So, das Gebiet ist gleich erkundet. Dem Vogel geht schon fast die Power aus, wenn wir hier nur hochfliegen. Wo sind wir jetzt hier? Ein bisschen seitlich. Das können wir uns noch mal holen. Da bei dem Turm haben wir, glaube ich, auch nochmal einen Schnellreisespot auf dem Dach. Sieht zumindest so aus. Wenn man aus dem Turm einfach so raus könnte, vielleicht kann man das auch, ich weiß es nicht, aber wenn man das könnte, wäre es natürlich auch kein Problem, da mal eben reinzuspringen, zu schauen, welche Art von Boss sich hier drin verbirgt. Ist das da?
Ach komm. Nein, nein. Noch nicht. Ich hole mir erstmal den Schnellreisespot. Kein Bock, hier dann wieder stundenlang hinzudüsen. Kitsun, den habe ich durch Farmen bekommen. Alles klar, hier bekommen wir den auch. Stufe 32. Also hier wird es langsam knackiger. Nicht nur langsam knackiger, sondern ziemlich zügig knackiger. Und durch den Turm haben wir jetzt genau die Mitte des unerforschten Gebiets erwischt. So, schauen wir mal. Im ersten Turm hatte der Dude und seine Dame, was hatten die da? 33.000 Life. Ah, die hat den Speer, den wir auch über die Technologie freischalten können. Glaube ich zumindest. Ah, doch, Lily, das ist sie. Das ist ihr Stab. Oh, 69.000. Ja, sieh mal einer an. Mit Headshots machen wir schon mal 200 Damage. So, hier einmal den Bolzen nachladen. Oh, Wasser geht durch. Kann ich hier auch runterfallen? Nein, kann ich nicht. Das wäre jetzt auch mal so eine Challenge, hier einfach mal die 10 Minuten zu überleben. Wer weiß, vielleicht gibt es dann ja Überlebensloot. Aber wir haben hier schon mal 1000 HP abgezogen. Nur noch 68.000 und dann ist sie down. Nicht den Knopf gedrückt zum Ausweichen. Ach, wir haben unser Pall gar nicht rausgeholt. Oh, okay. Also wir sind auf jeden Fall schon mal besser gerüstet als im ersten Turmfight. Noch fast 10.000 HP weggewämst. Ja, wer weiß, vielleicht könnten wir auch schon im ersten Turmfight bestehen. Hat zwar 33.000 Life, aber wird wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Damage raushauen. Guck mal, er hat ihm jetzt schon fast 10.000 Life abgezogen. Und jetzt habe ich natürlich nicht auf den Gegner geachtet. So, Foxbar können wir schon mal vorbereiten. Gut, das gibt mir aber schon mal ein bisschen Hoffnung, weil am Anfang, als ich mit dem Game angefangen habe, wir hatten ja auch irgendwie eine Folge, wo ich 6-7 Mal gestorben bin. Da habe ich schon sehr arg an mir gezweifelt. Aber jetzt sieht das doch schon mal ganz vernünftig aus. Wir können ja auch noch mal deutlich höhere Schilde uns reinziehen, auch noch mal eine höhere Ausrüstung, ein bisschen bessere Waffen. Ich könnte zwar schon ein Gewehr mit Einzelschuss herstellen, aber da ist mir die Munition zu teuer. Aber zum Beispiel in so einem Raid oder in so einem Bosskampf kann man dann natürlich auch
mit den dicksten Waffen, selbst wenn sie sehr, sehr teuer sind, in der Munition auf jeden Fall starten. So, ich würde sagen, wenn wir Stufe 40 erreicht haben, würden wir auch vielleicht nochmal im Syndikatsturm versuchen, die Tuse mit ihrem aufgeputschten Elektek umzuwemsen. Also mehr als 30.000 Schaden, ja, schon 50%. Also von der Zeit her würden wir es schaffen. Selbst jetzt. So, einmal den Hirsch. Ja, Heiltränke wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber okay, wenn wir hier Line of Sight sind und so weiter und die uns ein paar Mal nicht angreift oder nicht trifft, können wir natürlich auch ein bisschen regenerieren. So, mehr als die Hälfte weg. Ja, zeittechnisch kommt das einigermaßen hin. Die erste Minute oder die ersten 1,5 Minuten sind wir auch ohne Pall hier durch die Gegend gesprungen. Also das passt. Ja, noch schnell genug zurückgezogen. So, in dieser Runde halten die natürlich nicht mehr ganz so viel aus. Ah, shit, hat mich vergiftet. Ups, ja, wenn die mich aber trifft, knallt das gut rein. War er down oder haben wir es noch hingekriegt? Ein Pal im Team ist hungrig. Ja, ich bin auch hungrig, aber geht halt gerade nicht, ne? Ich glaube, das andere Pal ist hinüber. Gift Spread. Genau, schau auf mich, dann kann Fox Spark in Ruhe Damage machen. Und ich versuche dich zu tanken. Ja, unseren Vogel haben wir geopfert. Shit. Jetzt wird es doch ein bisschen knapp von der Zeit.
Ah, shit. Durch die Säule haben wir das Ding... dem Ding nicht ausweichen können. Komm, Dino. Enttäusch mich nicht. So, Gift Spread. Komm schon. Saugeil. Sehr schön. Wow. Im ersten Moment hätte ich es nicht gedacht, aber dann nach so 3-4 Minuten in Fight war ich mir ziemlich sicher, dass wir das hinbekommen. Und wir haben es hinbekommen. Unglaublich. Super, die Viecher sind hinüber. Das ist für die Erkundung natürlich sehr suboptimal. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Mal schauen, ob der funktioniert. Weil ich jetzt natürlich keine Lust habe, 10 Minuten zu warten. Ja, jetzt eine Raid ist auch maximal ungünstig. Ich wollte eigentlich hier an den Futtertrog. Ja, zu langsam gewesen. Ja, ich habe das hier auch sehr kacke platziert. So, wir müssen jetzt hier erstmal alle feeden. Und wenn ich dann schlafen gehe, sollten die eigentlich wieder aufwachen. Oh, da vorne brennt wieder was. Shit. Ach, das ist die Reparaturbank. So, das war's, ne? Wir haben überlebt. Gut. Jetzt brauchen wir jemanden, der Wasser versprühen kann. Ah ne, wurde schon gelöscht. Sehr schön. Gut, dann tauschen wir wieder. Keiner tot, nur leicht verletzt. Sehr schön. Na, schauen wir mal. Ja, irgendwie funktioniert das mit dem Schlafengehen auch nicht mehr richtig. Vorher habe ich mich ja ins Bett gelegt. Dann wurde automatisch auf Tag und Nacht geswitcht und sowas alles. Und er ist auch von selbst aufgestanden. Das funktioniert nicht mehr. Ich habe gestern spät abends noch ein Patch reingedrückt bekommen. Ja, und dadurch, dass das nicht funktioniert, sind die beiden auch noch hinüber. Schade. Gut, dann machen wir das wie folgt. Klassische Variante. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. In der Zwischenzeit gehe ich so meinen Verpflichtungen nach. Ein bisschen Eisenerz in die Basis bringen. Ein paar Barren herstellen. Eier ausbrüten. Deswegen in 10 Minuten sehen wir uns wieder. Wir sind wieder topfit und auch auf Erkundungstour. Ich versuche mal eben die Kante da vorne zu erwischen. Komm schon, halte durch. Der Vögelchen ist auch gesundheitlich noch ziemlich angekratzt. Also,
Hier hatten wir noch den schwarzen dunklen Schimmer. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal hier gegen den Uhrzeigersinn herum. Haben dann diese Insel, diesen Abschnitt komplett aufgedeckt. Schauen dann, was dann die Zeit noch so für uns parat hat. Aber das, was wir eben geschafft haben, ist auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Ego-Booster für mich gewesen. Denn wenn wir ein 69.000 Boss-Fight überleben können, sollten wir doch eigentlich auch andere Fights hier überleben. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob wir bei der Dame irgendwie ein Level hatten oder irgend sowas. Aber die ganzen Pallkämpfe, die wir jetzt hier so überall auf der Map gesehen haben, sollten doch eigentlich auch im Bereich des Möglichen sein. Da haben wir auch wieder einen grünen Schimmer. Mal eben kurz schauen. Ja, können wir uns eigentlich auch gönnen. Das ist kein Problem. Und dann geht es wieder zu den eisigen Bergen. Wir haben unterwegs auch noch zwei blaue Eier gefunden. Also von der Qualitätsstufe her. Die habe ich jetzt auch in den Inkubator reingeschmissen. Dauert eine Stunde, bis die rauskommen. Ich bin mal gespannt, was wir dann dort erhalten werden. Ich glaube, ich würde die dann auch für die nächste Folge noch da drin lassen. Und dann können wir uns gemeinsam überraschen lassen, was wir dort an Loot... Ja, Loot ist ja auch wieder ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Welche Pals wir erhalten. Und uns dann gemeinsam überraschen lassen, denn immerhin haben wir diese Eier auch gemeinsam gefunden. So, hier haben wir Sibelix. Moment mal, das Ding leuchtet so dermaßen. Ja. Nee, das können wir nicht zerkleinern. Ja. Okay, das auch nicht. Hätte mich etwas gewundert, aber wäre auch nicht unmöglich gewesen. Wo sind wir hier überhaupt? Okay, das passt. Ich hoffe, der Vulkan ist nicht aktiv. So, dann können wir ein bisschen nordwestlich. Ja, ist ein normales. Schade. Also ein bisschen nordwestlich da hinten. Ah, das ist wahrscheinlich ja auf der anderen Seite. Da düsen wir jetzt noch nicht hin, sind aber auf jeden Fall schon mal zwei Schnellreisespots. Und man sieht halt auch die grünen Punkte so weit entfernt. Also die abzufarmen ist einfach nur wahrscheinlich ein gewaltiger Zeitaufwand. Da haben wir auch wieder eins. Vielleicht ist das ein oder andere ungünstig in der Kante versteckt oder so. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit wird man die früher oder später alle erhalten, ohne großen Aufwand. Die meisten habe ich jetzt auch eher durch Zufall gefunden. Das nehmen wir aber noch mal eben mit.
Das Schöne ist, in diesen Gebieten, die wir jetzt überflogen haben, haben wir auch wieder einiges an neuen Pals gesehen. Oder zumindest halt Pals, die wir schon mal gesehen haben, aber noch nicht die 10 von 10 erreicht haben. Das heißt, EP en masse sind hier potenziell vorhanden. 16.000, ja, das heißt, wir müssen 2 Pals fangen und dann sind wir auch auf Stufe 40. Ich habe jetzt auch gar nicht aufgepasst, wie viel EP uns das Ding da gebracht hat. Also da haben wir auch auf jeden Fall nochmal einen Schnellreisespot. Ja, der wird jetzt auch auf dem Radar angezeigt. Ist auch in dem Gebiet das Letzte, was wir erkunden können. Und dann überlegen wir uns mal. Ja, eigentlich könnten wir die Open World Bosse ein bisschen abfarmen. Und sollten dann auch automatisch Stufe 40 werden. Einmal abstürzen bitte. So, die Sphären nehme ich noch mal eben schnell mit. Und es wird schon wieder langsam hell. Sehr schön. Gut, was... Ah, okay. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Den kann man, wenn auch schwer, mit normalen Sphären fangen. So, Kätzchen, dich brauch... Ah, okay. Wir haben ja auch unseren Geist wieder dabei. Shit. Und sonst hätte ich ihn jetzt mit dem Bogen ein bisschen bearbeitet. Ja. Oh. Ja. Kollege. Ja, super. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 von den dicken Sphären einfach so verballert, weil ich ihn unbedingt fangen wollte und es nicht hinbekommen habe. Nice. Das habe ich ja mal wieder gut hinbekommen. Aber da kann man, glaube ich, lieber den Boss abfarmen mit Stufe 17. Ist aber nur einmal die Stunde da. Das ist dann der kleine Nachteil. So, Kollege, baller da nochmal einen drauf. Ja, 12% ist ein bisschen wenig. Und er rotzt ihn wieder um. Ja. Mit Daydream ist das alles nicht so nice. Ja, ins Gesicht, Junge. Mich jetzt von ihm aber ordentlich verprügeln lassen. Oh shit. Catriss ist auch noch am Start. Wenn ich nicht aufpasse, zerpflücken die mich jetzt. So, der ist schon mal down. Unser Schild kommt wieder. Zu spät. Ja.
Okay, der war mit sehr viel Good Luck geworfen, hat aber perfekt funktioniert. Das heißt, wenn wir noch einen fangen, haben wir Stufe 40. Wollte ich ja, oder das ist ja auch nochmal so ein Meilenstein für mich zumindest. Der nicht zu unterschätzen ist. So, jetzt müssen wir nochmal hier eben, weil selbst fressen tun die nur, wenn die hungrig sind. Und das dauert. Können wir ein bisschen vorbeugen. Aber wir schauen mal, wenn wir... die Open-World-Viecher umwemsen. Ja, wir bekommen noch unsere Forschungspunkte für die antike Technologie. Aber mit der Erfahrung bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, da hinten haben wir noch einen Dungeon. Ja, euch brauche ich auch noch. Euch habe ich noch nie gesehen. Ja, shit, ich gehe gleich hops. Rüstung beschädigt ist nicht gut. Einmal kurz austauschen. Wer weiß, mit sehr viel Glück. Oder auch nicht. Oh, eine Terrasphäre haben wir auch schon. Da haben wir den Boss. Ach, Stufe 29 sind die Dungeons. Gut, ich musste jetzt hier einfach nur reinjumpen. Damit ich nicht drauf gehe. Wie schaut's aus, wenn wir rausgehen? Resettet, sehr schön. Ja, wirklich viel EP haben wir für Skill natürlich nicht erhalten. Aber davon war auch auszugehen. Gut, dann warte ich nochmal eben kurz und dann springen wir hier hinein. So, da haben wir den großen Dicken. Sieht aber auch böse aus, der Gute. Ein Herkules Kabuterimon, bloß in Schwarz. Ja, hier mache ich wieder deutlich weniger Schaden. Ich habe mich eben an die 100er Dinger gewöhnt. So, schnell weg. Ah, wir haben unseren Passivfreund. Ah ne, der ist gerade nicht draußen. Das heißt, wir könnten versuchen, ihn gleich zu fangen. Wieso unser Passivkollege nicht draußen ist, keine Ahnung. Ist jetzt aber sehr günstig für uns. Okay, da ist, glaube ich, jetzt unser Kollege... Ja, jetzt ist er auf einmal da. Genau, wenn es in die heiße Phase geht, taucht er auf einmal auf.
Ne, wir müssen ihn hier nochmal rausholen. So, den Stein musste ich fressen. Ein bisschen dickeres Fern rausholen. Oh, ein Glück. Okay, ich wollte schon gerade die Terrasphäre werfen, aber mussten wir nicht. Stufe 40 auch erreicht. Sehr gut. Also alle großen Ziele, die ich hatte, haben wir jetzt erfolgreich erreichen können gemeinsam. So, dann düsen wir einmal hier nach unten. Ja, die hochwertigen Metallbarren sind natürlich ein Ding. So, da haben wir jetzt den Speer von Lilly. Den hatte sie auch eben gehabt. Das ist gut. Die Waffe hatte ich ja auch schon seit längerem bei mir im Visier gehabt. Ein Punkt, fünf Punkte, vier Punkte, also 10 Punkte brauchen wir, um das freizuschalten. Plus hier nochmal 5 sind 15 für das, was uns noch bevorsteht. Wir könnten natürlich, ja, bevor wir die Multisphäre, da können wir auch lieber gleich das Ding hier uns holen. Sind noch 10 Stufen, aber okay, ich bin halt auch ohne bislang gut klargekommen. Das Teil sieht auch nice aus, ist aber eine Verteidigungsanlage. Gut, ich verliere mich hier schon wieder in den Details. Wir werden erst einmal unsere HP hier rein deutlich erhöhen. Gut, okay. Dann schauen wir noch mal eben, was wir machen können. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein paar von diesen World Bossen mit unserem Dino, weil der Dino performt sehr gut. Vielleicht tue ich auch meinem Foxpark Unrecht. Aber bislang ist der Dino für mich der Way to go. Selbst wenn wir keinen Vorteil in den Elementen oder irgendwas dergleichen haben, performt er sehr gut. So, das müsste, glaube ich, auch schon der richtige Weg sein. Ja, ganz grob. Ich muss mir, glaube ich, nochmal für den Dino einen Sattel holen. Den können wir nämlich reiten. Weil so wie jetzt, dann müssen wir jetzt nicht zwangsläufig fliegen, sondern könnten das auch über das Reiten absolvieren. Fliegen ist natürlich ein bisschen stylischer und dann sehen wir auch eher, ob wir in die richtige Richtung fliegen oder nicht. Da unten ist er. So, dann tauschen wir und es geht los. Ja, wieder kein Bolzen parat gewesen, nur den Flügel getroffen, nicht den Kopf. So, einmal schön ins Gesicht, dann guckt er uns an und sieht nicht, wie der Angriff von unserem Pall kommt. Ich muss gleich mal darauf achten, wie viel EP wir hier bekommen. Aber dadurch, dass wir ihn killen und ich fange wahrscheinlich nicht so viel. Ja,
4000, bisschen weniger als die Hälfte. Hochwertiges Palmöl, sehr schön. Können wir immer gut gebrauchen. Und hier haben wir ihn. Ja. Dann besteigen wir ihn nochmal, düsen direkt zurück zum Schnellreisespot. Da unten ist er. Aber das sind die angenehmsten Bosse. Klar, es gibt auch noch welche, die noch näher am Schnellreisespot sind. Aber dann hinporten, schnell hinlaufen, umhauen, weiter geht's. So, einmal hier hin. Eventuell könnten wir beim nächsten Mal auch nochmal entweder ein paar Dungeons machen oder natürlich weiter erkunden. Bei den Dungeons ist natürlich immer die Chance, irgendwas Neues an Pals zu finden. Dann verschwindet aber der Überraschungseffekt, was natürlich auch nicht immer so nice ist. Okay, die Biene muss hier wieder gefunden werden. Nee, von hier nicht. Eventuell von der anderen Seite. Oder wir haben hier wieder irgendwo ein Höhlensystem. Ich hätte jetzt aber eher gedacht, dass so eine Biene sich gerne in der Nähe von normalem Tageslicht aufhält, wenn sie nicht gerade in ihrem Bienenstock ist. Aber hier ist auf jeden Fall ein bisschen Sucharbeit erforderlich. Oder die patrouillieren hier durch die Gegend. Aber ich glaube eher, dass die irgendwo in der Höhle versteckt sind. Gut, dann schauen wir noch mal woanders vorbei. Wir haben ja noch sehr viele Alternativen. Da zum Beispiel. Vom Aussehen her, ja, sieht so ein bisschen aus wie diese Pflanzenviecher, die wir schon gesehen haben, aber hat auch nochmal, ja, quasi wie so eine Weiterentwicklung hier von diesen Floppies. Na, komm schon. Jetzt. Oh, da haben wir den Boss-Eingang, aber vorher will ich hinten nochmal die Karte mir greifen, sonst vergesse ich das wieder. Und einmal hier hinein. Ja, sieht aus wie so eine... Nee, gegen das Vieh haben wir eben aber nicht gekämpft, oder? In dem Turmfight? Ja, professionell ausgewichen. Mann, 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 Mann.
Na komm schon, du liegst gleich im Dreck. Das Ausweichen klappt überhaupt nicht, aber dadurch, dass es sehr gut ausschaut, ist das auch egal. Ja, den musste ich jetzt fressen, weil ich nachladen musste. Ja, die Dinger sind kacke, weil die uns halt verfolgen. Ja, Fangquote ist sehr mickrig. Oh, ich wollte eben noch den Bolzen nachladen, aber brauchte ich gar nicht. Und das Vieh ist down. Organe, Blumen und antike Bauteile. Natürlich wieder ein Punkt für unseren Tech Tree. Aber wir... Na, komm schon. Du musst bestiegen werden. Einen machen wir noch. Und ich glaube, ich habe genau den richtigen. Und zwar... Den Dude hier. Quasi der Pflanzenpanda, aber wahrscheinlich auf Elektrobasis. Und da werden wir dann gleich mit unserem Dino loslegen. Mal eben schauen. In der Richtung müsste er sein. Ich nehme mal an, da oben. Oder nee. Dort ist er. Ja, wir werden ihn schon finden. Ich denke nicht, dass der jetzt hier irgendwie in der Höhle oder irgendwas versteckt ist. Ich meine auch, dass wir ihn gesehen haben, als wir hier unterwegs waren. Yep. Na, komm schon. So, schnapp ihn dir. Ich wollte ihm eigentlich ins Auge schießen, aber dann ist doch das Ding auf die Schnauze gegangen. Du komisches Flattervieh. Aber ist natürlich sehr schön, weil das dann auch sehr lange Phasen sind, wo er nicht angreift. Ja, das mit dem Auge magst du wohl nicht. Na, Power Punch. Also der hat angriffstechnisch wirklich sehr lange Phasen. Auch hier wieder eine sehr lange Aufladezeit. Das passt gut. Na, lande. Bumm. In den Bauch. Und er ist down. Gut, war jetzt ziemlich einfach. Wir haben Elektrodrüsen, seltener Pelz, keine Bauteile, aber in Ordnung. Das geht klar. Gut, okay. Dann werde ich, glaube ich, mal hier so ein bisschen die Ränder abfliegen.
um zu schauen, wo denn weitere Inseln angrenzen. Ja, hier wissen wir, da wissen wir, hier wissen wir auch, hier ebenfalls, aber hier ist noch so viel frei. Dann kann ich hier zumindest schon mal alles öffnen. Progressmäßig werde ich nicht weitermachen. Eventuell werde ich es auch nicht schaffen, alles hier abzufliegen, weil es ist natürlich auch wieder verdammt groß. Aber das ist das höchste der Gefühle, was ich machen werde. Und dann beim nächsten Mal entweder Dungeons oder wir erkunden oder ein gesunder Mix.